Ich bin Jörg Lohrer, ich arbeite am Comenius-Institut für RPI Virtuell. Das ist die religionspädagogische Internetplattform der evangelischen Kirche in Deutschland. Und unter Twitter bin ich @empeiria. Ja. Was genau oder was hat dich hierhin aus Örkamp getrieben? Ja, zum einen beschäftigen wir uns mit OER schon seit vielen Jahren. Also eigentlich mit der ZUM-Wiki ist RPI Virtuell die traditionsreichste Internetplattform, was freie Bildungsmedien angeht und die freie Lizenzierung. Und zum anderen hat mich André Spang eingeladen, der hier in Köln eine fulminante Arbeit macht, was das Thema angeht, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Kooperation mit Institutionen. Nun hat Jörg gerade auch eine Session gehalten, Spirit of OER. Jörg, was war denn der Hintergedanke dieser Session? Worum ging's? Der Hintergedanke war, dass wir zum einen uns ja mit viel Distributionsrechten befassen oder eben auch mit Werkzeugen, mit denen das erschlossen werden kann. Und ich denke, dass OER noch eine viel tiefer liegende Dimension hat, dass dieses Miteinander teilen, Jesus würde sagen, geben ist seliger denn nehmen. Und da haben wir also in der Session ein bisschen drauf geschaut, wie wir kulturhistorisch bei vielen Persönlichkeiten entdecken können, dass dieser Gedanke, miteinander Dinge zu teilen, zu entwickeln, eine lange Tradition hat. Ja. Ganz schön fand ich, was so der Internet-Experte Gandhi auch dazu gesagt hat. Das sagtest du auch ein Zitat. Ich habe es jetzt nicht ganz präsent. Du vielleicht? Ja, er sagte irgendwie, sei du selbst die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest. Und wir haben das umgewandelt und haben eben das Gandhi-Bild gestellt. Mach du selbst das Bildungsmaterial, das du in diesem Internet gebrauchen möchtest. Was waren so deine zentralen Erkenntnisse oder worüber wurde in der Session diskutiert? Gab es Dinge, die du vorher vielleicht noch nicht gekommen warst oder was so deine Gedanken noch vertieft hat zu dem Thema? Ja, zum einen war eine große Begeisterung zu spüren, die wir auch miteinander geteilt haben. Es war in der anderen Session ein bisschen mit Pessimismus am Tag. Da ging es um die Schulbuchverlage, die mit diesen Bewegungen des Internets auch zu kämpfen haben natürlich, mit ihren Distributionswegen. Und hier war eher so eine Gemeinschaft derjenigen, die gerne auch produzieren wollen. Und es fehlt eigentlich noch so die Person, die für diesen Gedanken steht, die ein Vorreiter ist oder Leute mitreißt oder wie auch immer, so ein Martin Luther, der diese neue Kulturtechnik umarmt und mit ihr vorangeht. Und ein Session-Teilnehmer hat dann gesagt, wir bräuchten so einen neuen Luther. Ach nee, eigentlich nicht, eigentlich bin ich das ja selber. Und das fand ich auch nochmal für mich eine Erkenntnis, zu sehen, wir brauchen eigentlich niemanden, der vorangeht oder eine Identifikationsfigur, sondern dass diese Bewegung von sehr vielen getragen wird, die in einer Selbstreflexion auch schon hier ganz wichtige Impulse auf einer tiefen Schicht geben können. Ja. Ist OER an dieser Stelle nicht vielleicht auch eher ein Symptom einer Veränderung, einer kulturgeschichtlichen Veränderung, die wir momentan erleben? Ja, also mit Dirk Becker, dem Kultursoziologen, gesprochen, gibt es eigentlich vier Epochen der Menschheitsgeschichte und die sind immer mit einer Kulturtechnik verbunden. Also das, der Erwerb von Sprache mit der antiken Kultur, der Erwerb von Schrift vorher war die tribale Kultur, dann die Schrift, die antiken Kulturen und dann die heutige Gesellschaft, die moderne Gesellschaft mit den Massenmedien oder das geht eigentlich auf den Buchdruck zurück. Und jetzt stehen wir so an dem Scharnier zur nächsten Gesellschaft mit der Digitalisierung und der Vernetzung. Wo siehst du eigentlich momentan vielleicht die Hauptprobleme bei dieser Entwicklung? Also wo hast du das Gefühl, da gibt es gerade auch gesellschaftlich Schwierigkeiten? Naja, lernen bedeutet eigentlich kopieren. Ich mache was nach. Kinder lernen durch Nachahmung und nicht unbedingt durch ein tolles Schulbuch, sondern indem sie ausprobieren, indem sie mit den Materialien, die da sind, experimentieren, Dinge neu zusammensetzen oder versuchen, das, was jemand anderes schon mal gemacht hat, möglichst gut nachzumachen. Und da sind wir im Moment gerade an einem Punkt, wo es große Restriktionen gibt, rechtlich einfach. Man macht sich sofort strafbar, wenn man was nachmacht, wenn man was kopiert. Und das Internet funktioniert eigentlich nur durch Kopieren. Deshalb brauchen wir da einfach die Freiheit, wieder auch lernen zu können mit diesem Medium. Und mal positiv tatsächlich gesprochen, wo siehst du da eine große Chance, was vielleicht auch die Gesellschaft voranbringen könnte oder verändern könnte in einem positiven Sinne? Eben in einer freien Lizenzierung zum einen. Mit OER sind inhärent eigentlich frei lizenziert. Jeder kann damit weiterarbeiten, es weiterentwickeln. Schülerinnen und Schüler haben Lernmedien, mit denen sie tätig werden können, die sie selber auch produzieren können. Und die Bereitstellung der Lernmedien, die didaktischen Szenarien, die Ideen, die dahinter stecken, wenn die auch frei lizenziert sind und Lehrer sich untereinander austauschen mit ihren Entwürfen und mit ihren Lernwegen und die wiederum auch genauso geteilt werden können, ich denke, dann haben wir gerade einen ganz enormen Aufbruch und eine Dynamik, die uns auf diesem Lernlevel voranbringt. Wunderbar.
was finde ich hier in der Atmosphäre des Camps durchaus auch zu spüren ist. Ja. Es ist ja eine wirklich sehr muntere und aufbruchige Atmosphäre. Und wir stürzen uns jetzt in den Rest des Camps, würde ich sagen. So. Ihr könnt Jörg auf Twitter folgen, @imperia, oder eben auch ansonsten im Web aufspüren, Jörg Lora. Und die Folien oder die Präsentation ist auch im Internet zugänglich, eine Prezi-Präsentation, und den Link, den werden wir auch dokumentieren, okay, kommunizieren. Wir sehen uns im Web.